Hallo und herzlich willkommen zum kleinen MSX-Special. Fangen wir mal mit den Rechnern an, die ich habe. Das ist ein MSX Sanyo. Ich gehe mal ein bisschen runter. MP10100. Den habe ich von einer Messe dieses Jahr. Mit diesem MSX habe ich damals angefangen, den Philips 8010. Ich zeige euch mal was. Das war ja auch so eine Frage. Ja, das Ding hat zwei Modulschächte. Also kann man das mit dem Game Master auch nicht machen. Ich werde wahrscheinlich, wenn wir sowieso durch sind, werde ich auch mal an die Parts, ich denke, das werden mehrere Parts, dann auch in den letzten Parts ein paar Sachen hängen, was man mit dem Game Master in Kombination machen kann, mit Qbert und anderen Sachen. Da ist auch wieder, das war die nächste Generation, na, lässt du mich wohl aufmachen. Das ist auch der 8020, das war der nächste, den ich hätte. Und den letzten, den ich hatte, war dann eben der MSX2. Wahnsinnig viel MSX2-Spiele hatte ich nicht, aber der hatte, ich kann das auch mal zeigen, auch schon ein Diskettenlaufwerk drin und hatte eben den Unterschied. Das seht ihr jetzt an den Anschlüssen. Der hatte auch einen zweiten Slot, da ist der erste. Das waren eigentlich die beiden Systeme. Wenn ihr euch nicht überhebt, dann sind das eigentlich die beiden Rechner, die ihr euch beschaffen solltet. Der 8020 ist ganz nett, ihr seht das auch mit diesen Tasten. Ihr seht, was der für Tasten hat. Ja, da braucht man, glaube ich, nicht lange zu überlegen, was man braucht. So, kommen wir mal zu den Games. Fangen wir mal mit der Kollektion an. Ihr werdet sehen, es gibt verschiedene Modultypen. Die haben sie wahrscheinlich auch absichtlich rausgebracht. So, das sind die ersten sechs. Das ist das geniale Spiel Alibaba und die 40 Räuber. Und ich weiß, da seid ihr gespannt auf so ein geniales Let's Show. Ja, ein Pac-Man-Klon, ein Mousetrap-Klon. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen will. Ihr braucht es nicht. Es ist nicht toll, es ist nicht toll. Es ist wirklich nicht toll, um mich nochmal zu wiederholen. So, Sparky, davon habe ich schon in der letzten Show gemacht. Ist ein nettes Game, ist aber auch wirklich in 10 Minuten schnell durch. Ihr seid eine kleine Bombe oder, ja, eine Bombe ist er. Das sieht man ja auch ganz genau. Und muss halt ein bisschen Feuer löschen. Welche Bombe macht das auch sonst? So, Battlecross ist ein Shooter, der ist aber nicht gut. Dorodon ist auch wieder so ein Pac-Man-Klon mit Wänden, die man verschieben kann. Also so wie man es auch von Mousetrap kennt. Ja, ist okay, ist aber jetzt auch nicht weltbewegend. Crazy Train, da könnt ihr ein bisschen den Herrn Grube nachspielen und mal Loks auf den Gleisen verschieben. Grafisch nicht unbedingt riesig, aber man kann es spielen. Es ist jetzt nicht dermaßen. So, Mauser ist dann, na, fangen wir es auch richtig ein, fast ein böses Rip-Off von Mousetrap. Ist eine nette Umsetzung, habt ihr aber wahrscheinlich schon 100 Mal auch besser gesehen. So, kommen wir zu den Hell Games. Wenn irgendeiner jetzt die lustige Idee hat in den Kommentaren, hey, wie kann man denn Games vom Hell spielen? Ja, mit einem Blutpatch. Nein. So, da gibt es einmal das für euch Interessante und da müsst ihr ein Auge drauf werfen, weil es ganz nett ist. Wer die Reihe kennt, Adventures of Lolo, der ist hier gut aufgehoben. Das ist Eggerland Mystery 1 und 2. Die waren zuerst da und die Abenteuer von Lolo basieren darauf. Wer also dieses Puzzle-Element kennt, ist hier eigentlich sehr gut aufgehoben und sollte da eigentlich auch mal zugreifen, weil es ganz nett ist. Die sind wirklich ganz gut umgesetzt. So, fangen wir mit Super Billiards an. Nette Billiard-Simulation ist okay, ist vielleicht sogar besser als die Konami-Variante. Kann man empfehlen, ist eine Poolball-Variante, ist okay. So, Rollerball ist ein sehr interessanter Pinball, der ist okay. Den kann ich empfehlen. Ich habe zwar nur eine Pinball-Maschine, aber die hat mehrere Screens. Kann man eine Chance geben, habe ich auch viel Spaß dran gehabt. Kann man auch mal ein Let's Show von machen, lohnt sich. Dunkshot, das bekannteste Basketballspiel auf dem MSX, hat sowohl Arcade-Elemente als auch Simulationselemente, nur ist grafisch nicht unbedingt riesig und auch von Spielbarkeit und die Controls, das ist nicht riesig, aber es war einfach, ich sag's mal, fast das Beste, was man hatte. Es hat mir jemand in den Kommentaren gegeben, es gibt noch andere Basketballspiele, auch mit Replay-Funktion, die gibt's hier nicht, aber von dem, was es gab, war es schon am besten, deswegen hatten wir da nicht viel Auswahl, als wir mussten das Song, wir hatten ja nichts. Ja, bitte Mitleid in den Kommentaren schreiben, ich freue mich. Dann zitiere ich auch aus meinem Witzbuch. So, Super Golf. Interessantes Golfspiel, nicht unbedingt sensationell. Ihr seht übrigens, die haben gar keine großen Cover und haben sie gar keine Arbeit gemacht. Das sind die Sony Hitbit Games. Das ist Loadrunner. Das ist die MSX-Version von Loadrunner. Und wer Loadrunner nicht kennt, den schicke ich jetzt nach Hause. Der muss erstmal Games nachlernen.
So, Schach, das war okay, das Game, das war ganz nett. Vielleicht möchte auch jemand irgendeiner ein Let's Show von Schach oder noch ein besseres Let's Play. Ich mach das, ich habe da keine Skrupel. So, F16 Fighter. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schief rum. Wir fangen da mal an, damit wir im System bleiben. Music Studio G7. Ja, wie der Name schon sagt, ist ein Musikspiel. Oder besser gesagt, ein Composer, mit dem man Songs schreiben konnte. Ihr konntet die auch auf Kassette abspeichern und so weiter. Ich weiß, gab es auch eine Kassette dabei, wo schon Beispielsachen dabei waren. Das ist ganz nett gewesen. Ich glaube, das war das nicht auch so? Warte mal, gucken wir. Na, das war tatsächlich ein MSX-Game. Ich dachte, das wäre nur für MSX2 gewesen. Na gut. F-16 Fighter. Ja, Flugsimulator von Philips. Muss man nicht kennen. Habt ihr jetzt mal so einfach gesehen. So, fangen wir mal mit dem Konami-Reigen an. So, fangen wir gleich mal mit den interessanteren Sachen an. So, von Tennis habe ich schon eine Let's Show gemacht. Kann ich nur empfehlen. Tolles Spiel, muss man haben. Das Golf ist akzeptabel, ist vollkommen super. Hyper Rally bin ich nicht ganz so glücklich geworden. Ist halt ein Rally-Spiel mit verschiedenen Wettereinflüssen. Allerdings sehr arcade-mäßig. Das heißt, ihr müsst immer eine gewisse Anzahl von Autos überrunden, um weiterzukommen. Ja, das ist halt, ne? Es ist nicht Colin McRae. Das braucht ihr nicht erwarten. So, von dem Fußball gibt es auch ein Let's Show. Ist ein nettes Fußballspiel, ist aber auch nicht sensationell. Also wirklich nicht. Wirklich nicht sensationell und trotz Penalty-Shootout, also ihr habt auch Elfmeterschießen, ist nicht unbedingt das, was man haben muss. Ist nicht das stärkste Sportspiel, das Konami jemals gemacht hat. Und die haben wesentlich stärkere gemacht. So, die nächsten vier. Hoho, wo wir gerade bei Sport sind. So, Ping-Pong ist wirklich super Umsetzung. Kann man haben, muss man in seiner Sammlung haben. Ist ein bisschen simulationslastiger als das, was vielleicht Leute vom C64 kennen. Toller Titel, muss man haben. Zirkus Charlie. Ja, das Track and Field im Zirkus, so kann man es am besten schreiben. Das heißt, so wäre wahrscheinlich, wenn Roccali irgendwelche Meisterschaften ausschreiben würde, dann wäre das so. Ihr habt also ein paar Sachen, ihr müsst über Trampoline springen und ihr müsst durch Feuerreifen springen mit dem Löwen. Das ist eigentlich ein gutes Game für ein Let's Show, weil es ist ganz nett. Es hat für mich 5 Games, wenn ich das noch richtig auswendig weiß. Und ist ganz nett, aber dann habt ihr es auch schnell durch. Time Pilot, eine Umsetzung eines meiner Lieblingsautomaten neben Bosconian, falls das irgendjemand interessiert. Ja, ist ein Shooter. Ihr habt so ein kleines Raumschiff und damit könnt ihr dann, wie ihr schon seht, folgende Feinde eliminieren in verschiedenen Zeitzonen. Ist nett, ist wirklich ganz gut. Ist hier allerdings der Easy Mode, ist wesentlich leichter als die Arcade-Version. Hier müsst ihr also weniger abschießen und die Gegner sind auch nicht so aggressiv. Das ist ganz okay. So, jetzt kommen wir mal zum Ausnahmefall. Ich weiß nicht, ob das Let's Show dazu schon online ist. Ich weiß, dass ich es gemacht habe. Wenn nicht, dann seht ihr es sicherlich in den nächsten Tagen auch noch. Monkey Academy ist so sinnvoll wie Donkey Kong Junior Math oder sonstige Sachen. Ihr habt so ein Jump-and-Run-Mathe-Game. Die meisten Leute werden jetzt schon bei Mathe wahrscheinlich abgeschaltet haben. Das ist auch nicht gut, das Game. Ich glaube auch nicht, dass irgendein Kind dadurch jetzt unbedingt die Grundrechenarten besser lernt, weil das Spiel ist dazu einfach zu langweilig, zu langatmig und macht auch keinen Spaß. Aber wie schon gesagt, ihr seht es mal im Let's Show, man muss es gesehen haben, es ist jetzt nicht legendär. Kommen wir zum nächsten Haufen. So, Sky Jaguar, ein netter Shooter, ist auch mal interessant für ein Let's Show, vielleicht sogar für ein Let's Play. Ist ein netter Shooter, ist grafisch nicht ganz so sensationell, aber kann man mal gesehen haben. Der macht nicht viel falsch, der ist technisch ganz gut. Athletic Land war, glaube ich, mein erstes MSX-Game. Ist ein böser Pitfall-Klon, wenn man so will. Ein bisschen kindischer gemacht. Das heißt, ihr springt über, wie man es schon sieht, über so komische so Säulen darstellen. Über Fässer und auch über Seerosen. Geht ihr nach rechts, ist es der Standardweg. Geht ihr nach links, ist es der Easy-Mode. Ich weiß nicht, ob es ein Glitch war oder so. Es geht wirklich. Das kann man sicherlich auch mal zeigen und ich glaube, da kann man auch mal ein paar Levels zeigen. Die wiederholen sich ab einem gewissen Punkt sowieso alle. Ein paar Levels sind echt verschieden. Das ist ganz nett. Super Cobra für den MSX. Das ist die Arcade-Version von Super Cobra. Gute Standardkost, aber natürlich grafisch nicht wirklich riesig. Also da hätte man mehr machen können, mehr machen müssen. Twinbee ist so auch so Nemesis, Gradius, Salamander, Life Force, wie immer ihr es nennen wollt. So ein bisschen so ein Klon davon, ist auch ein netter Shooter. Da kommen übrigens diese tollen Glocken her, die man abschießen kann, die kommen aus diesem Game. So, jetzt sind wir gleich schon bei 10 Minuten. Und dann wollen wir auch gleich mal, ich beende das gleich mal mit dem schlechten Highlight. So, machen wir es richtig rum. Dann sagt einer, ich habe falsche Reihenfolge. Dann sage ich, weiß ich. Weißt du das? Ich kann zählen.
Schleimer! So, hier ist Jira Kung Fu, die, soll man sagen, die einzige Basketball, Quatsch, jetzt sag ich schon Basketball, ich bin auch eine Flasche, die einzige relevante Kung Fu-Simulation, naja, muss man nicht haben. Der erste ist sowieso ein bisschen uninteressant, ist aber sehr am Arcade. Der zweite ist ein bisschen spielbarer, aber jetzt nicht so faszinierend, dass man den unbedingt haben muss. So, Green Beret. Für mich das schlechteste Konami-Spiel aller Zeiten. Und da ich hier einen wunderschönen Cliffhanger machen kann, erzähle ich euch auch beim nächsten Mal, warum. Bis dann. Bis zum